Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist noch nicht mal 2 Tage her, dass ich Sie über die letzte Änderung der Landesverordnung informiert habe. Nun haben wir einen ganzen Strauß von Änderungen, die diese Woche auf den Weg gebracht wurden, nachdem die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder sich gestern geeinigt haben. Ich möchte Sie zunächst über den Stand der Infektionszahlen in unserer Raumschaft informieren. Wir haben derzeit bei der Stadt 966 infizierte Personen und im Landkreis 1122 infizierte Personen, insgesamt also 2088 Infizierte. Und von gestern auf heute sind sowohl im Stadtkreis als auch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald jeweils 4 Neuinfektionen dazugekommen. Eine gute Zahl, die uns Hoffnung gibt, dass wir weiterhin unsere Geschäfte offen halten können, sollte diese Zahl so stabil bleiben. Bund und Land haben sich allerdings darauf verständigt, dass man zwar gemeinsam einen großen Rahmen für den Bund aufstellt, dass man aber auf Länderebene landesspezifisch mit Blick auf das lokale und regionale Infektionsgeschehen bestimmte Dinge regeln wird. Auch Baden-Württemberg wird sich weiteren Öffnungen und damit den verbundenen Lockerungen der Maßnahmen nicht verschließen. Die Landesregierung plädiert jedoch weiterhin dafür, vorsichtig und stufenweise zu öffnen. Und deswegen hat die Landesregierung auch ein sogenanntes Ampelsystem eingeführt von Grün. Das heißt, bereits erlaubte und geöffnete Infrastrukturen bis Gelb, in Zukunft zu erwartende Öffnungsstrukturen, und Rot, Strukturen, die dann geöffnet werden, wenn das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen stabil gering bleiben sollte. Das Konzept sieht Folgendes vor, dass wenn ein Landkreis innerhalb von 7 Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner zu verzeichnen hat, die nicht an einem klar begrenzten Ort wie etwa einem Altenheim auftreten, dann werden regional und örtlich begrenzte, konsequente Beschränkungen eingeführt. Am Beispiel unseres Landkreises bedeutet das, dass wir, wenn wir innerhalb von 7 Tagen 120 Neuinfektionen hätten, dass dann der Shutdown wieder verschärft werden würde und wieder nach und nach bestimmte Einrichtungen und Infrastrukturen geschlossen werden müssen. Lassen Sie uns also alles tun, um dies zu vermeiden, dass wir weiterhin öffnen können, auch in Zukunft. Unser Ministerpräsident selbst hat auch gesagt, und ich zitiere ihn hier wörtlich, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern unsere schärfste Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist, ebenso wie das Tragen von Alltagsmasken. Ich möchte Sie deshalb bitten, halten Sie sich auch weiterhin an die Regelungen, auch wenn wir nach und nach die einzelnen Infrastrukturen, Läden, Geschäfte, Gastronomiebetriebe jetzt öffnen. Die Kontaktbeschränkungen wurden verlängert, und zwar bis zum 5. Juni diesen Jahres, allerdings mit einer Erleichterung. Bisher durfte man draußen nur mit einer weiteren Person oder Menschen, mit denen man zusammen in einem Haushalt lebt, auf die Straße gehen. Jetzt darf man mit Personen auch eines weiteren Haushalts, also einer anderen Familie oder einer Wohngemeinschaft rausgehen und sich draußen aufhalten. Also auch hier wieder eine deutliche Lockerung, die wieder zu mehr Kommunikation führt und das Leben wieder etwas angenehmer machen wird. In Abstimmung mit dem Bundesland Bayern hat das Land den Stufenplan entwickelt, den ich Ihnen gerade skizziert habe. Und ich möchte hier auf die verschiedenen Ampelbereiche eingehen. Zunächst auf den grünen Bereich. Ab 11. Mai dürfen wieder öffnen. Der Einzelhandel, der bisher schon geöffnet war, Friseure und sogenannte nicht körpernahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel Sonnenstudios oder ähnliches. Auch Gottesdienste dürfen wieder stattfinden. Museen, Ausstellungshäuser, Zoos und botanische Gärten dürfen wieder öffnen. Spielhallen allerdings ohne gastronomische Angebote. Volkshochschulen beschränkt auf die schulischen Bereiche und die Bildungsabschlüsse, sowie Musikschulen allerdings beschränkt auf bestimmte Bereiche. Der Unterricht darf nicht in Schulen stattfinden, in Schulgebäuden, weil hier das Kultusministerium noch ergänzende Regelungen zum Betreten der Schulen getroffen hat. Die Öffnung gilt allerdings nicht für Musikvereine, auch das sollten Sie beachten.
Der Schulunterricht für die Schülerinnen und Schüler, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr Abschlussprüfungen anstehen, ist wieder im Gange und die bereits deutliche erweiterte Notbetreuung für die Klein- und Grundschulkinder gilt ab dem 11. Mai. Ab dem 11. Mai gibt es weitere Öffnungen unter der Vorgabe strenger Hygiene- und Infektionsmaßnahmen. So dürfen Outdoor-Sportanlagen für kontaktlose Sportarten wie zum Beispiel Leichtathletik, Tennis oder Golf wieder stattfinden. Allerdings gilt es nicht für Bolzplätze oder den Basketballplatz und auch nicht für den Skatepark in Bad Krozingen. Diese bleiben weiterhin geschlossen. Ganz besonders schön finde ich, dass die Fahrschulen wieder geöffnet haben dürfen und endlich wieder Einnahmen erhalten aus dem Schulbetrieb. Ebenso körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Massage, Kosmetik- und Nagelstudio sowie Tattoo- und Piercingstudios sind wieder geöffnet. Das war der grüne Bereich und der grüne erweiterte Bereich. Und jetzt komme ich zum gelben Bereich, also Ampel auf Gelb. Hier wird zunächst eine Öffnung noch vor Pfingsten vorgesehen. Dazu gehören schrittweiser Einstieg der Grundschulen in den Präsenzunterricht, statt mit den Viertklässlern voraussichtlich ab dem 18. Mai. Der Unterricht wird sich dabei auf die Kernfächer konzentrieren. Ein reduziertes Angebot wird es deshalb geben. Außerdem wird die Klassengröße halbiert und voraussichtlich wird im Rahmen von 2 bis 3 Unterrichtsstunden pro Tag unterrichtet. Dies ist aber den Schulleitungen und den Schulen überlassen, wie diese das regeln. Das Kultusministerium denkt an, zunächst im Wochenrhythmus zunächst die Klasse 1 und 3 zu unterrichten, in der nächsten Woche die Klasse 2 und 4 und dann den Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling im Wochenwechsel zu strukturieren. Die Betreuung in den Kitas soll ebenfalls ab dem 18. Mai in Richtung eines reduzierten Regelbetriebes schrittweise auf bis zu 50% der Kinder ausgeweitet werden. Die Öffnung der Außengastronomie und der Camping- und Wohnmobilstellplätze für Dauercamper mit autarker Versorgung ist wieder möglich. Da freuen sich sicherlich unsere Gastronomiebetriebe hier in der Stadt und wir hoffen natürlich, dass das Wetter in den nächsten Wochen schön bleibt, damit sie zumindest bei der Außenbewirtung die ersten Umsätze in ihren Betrieben wieder machen können. Ebenso kontaktarme Ausflugsziele wie zum Beispiel ein Fahrrad- oder Bootsverleih darf wieder öffnen, sodass Sie auch hier wieder Ihre E-Bikes oder Ihre Bikes in den jeweiligen Geschäften ausleihen dürfen. Weitere Öffnungen könnten dann erfolgen, sofern die Infektionsrate gering bleibt. Das könnte dann sein im Innenbereich der Speisenwirtschaften, der normale Gastronomiebetrieb und natürlich die weitere Öffnung und Verdichtung des Unterrichts an den Schulen. Ab Pfingsten können dann weitere Einrichtungen aus dem Bereich des Sport und Tourismus wieder öffnen. Das ist geplant, die Fitnessstudios wieder zu öffnen, Freizeitbäder, aber nur für den Schwimmunterricht an Schulen, Tanzschulen, Kletterhallen, Sporthallen, Besucherzentren und Freizeitparks. Nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden System wieder Präsenzunterricht bekommen, der mit den Fernlernangeboten verzahnt werden soll. Dafür stehen bis zu den Sommerferien 6 Wochen zur Verfügung. Die erweiterte Notbetreuung läuft daneben weiter, das heißt die Notbetreuung sowohl in der Schule als auch in den Kitas. Der rote Ampelbereich, das ist der Bereich, der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, sobald die sofern die Infektionsraten gleichbleibend gering sind. Das sind zum Beispiel Großveranstaltungen wie Messen, Kongresse, Volksfeste, Sportveranstaltungen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Theater, Kinos, Diskotheken und Musikfestivals angedacht. Für den Gastronomie- und den Tourismusbereich gehört der gesamte Bereich dazu, sowie der Innenbereich von Kneipen, Bars sowie Saunas und Wellnessbereichen. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Ampellösung des Landes Baden-Württemberg, die wir jetzt auch in den Kommunen umzusetzen haben über die Landesverordnung.
Und wir können alle nur hoffen, dass wenn wir uns alle an die Regeln, an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, dass wir die Infektionsrate auf diesem niedrigen Niveau halten, um künftig in der Ampelregelung auch den roten Bereich wieder aus dem Shutdown herauszuführen, damit unsere Betriebe wieder an den Start gehen können und wir für Sie wieder eine Zukunftsperspektive haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich weiß, es war wieder mal ganz schön viel, aber so ist es eben. Vielen Dank.